So, hallo YouTube. Wir sind wieder im LS22 auf der Rehbach im vierten Jahr, im Juli. Ja, wir müssen jetzt noch Saatgut zur Saatmaschine bringen. Wir hatten auf den Feldern, was ist das, 10, nee, 13 und 11, haben wir jetzt Ölrettich angepflanzt, weil geht nichts anderes im Moment. Auf der 10 müssen wir dann aber erst im nächsten Monat Raps anpflanzen. Da müssen wir jetzt hier die Saatmaschine noch ein bisschen auffüllen. Wenn das so klappt. Gucken. Wir sind ein bisschen weit weg. Ja. Klappt dort. Hallo. Na? So. Haben wir das schon mal erledigt? Ja, was haben wir noch gemacht? Wir hatten schon mal die drei Wiesen gemäht. Dann haben wir zwei Wiesen Silage gemacht. Die müssen wir noch ins Lager bringen. Und, na gut, da zieht jetzt mal keiner, ne? Hoffe, die Nachbarn haben es auch nicht gesehen. Ja, die dritte Wiese, da müssen wir noch Heu machen. Das müssen wir jetzt noch wenden, geschnitten ist es schon. Mehr ist ja im Moment noch nicht zu tun. Hier sieht man noch die Ballen rumliegen. Die müssen wir halt noch alle einsammeln. Ich hatte jetzt erstmal die Felder gemacht. Ja, auf dem 10er-Feld machen wir auf jeden Fall Raps drauf. Auf die anderen Felder habe ich deshalb Ölrettich drauf gemacht, aber Weizen drauf. Da wollte ich jetzt nicht auch noch Raps drauf machen. Da müssen wir mal schauen, wie wir hinkommen mit unserem Mais, was wir abernten, wie viel Silage wir daraus kriegen. Und dann können wir entscheiden, ob wir zwei Felder Mais machen oder nur eins. Deshalb habe ich erstmal Ölrettich angepflanzt. Wenn nicht, macht man dann Soja oder noch. Ja, Soja oder Getreide können wir nicht anbauen. Jetzt müssen wir halt Kartoffeln oder irgendwas anbauen, keine Ahnung. Gucken. Wie gesagt, Stroh hat man jetzt eigentlich genug. Und so ein bisschen die Fruchtfolge einzuhalten.
wollte ich da eigentlich Mais drauf machen. Ich glaube, das macht man dann so. Man hätte jetzt, glaube ich, auch Raps, Soja, Entschuldigung, drauf machen können. Aber halt keine Getreidesorte. Ja. Und sonst warten wir halt, nächsten Monat ist glaube ich der Mais dran. Können wir gleich nochmal gucken. Müsste das sein hier? Genau. Können wir ja nochmal gucken. Ne, übernächsten Monat. Warum das erst im. Aber müsste hinhauen, ne? August. Warum der Kalender jetzt hier ein bisschen rumspinnt? Keine Ahnung, vielleicht ist das durch Spulen oder so. Aber das hatte ich letztens auf der Achtantik auch. Keine Ahnung, warum das so ist. Kann sein, dass es durch Spulen kommt. Ich weiß es nicht, dass der da irgendwie durcheinander kommt. Keine Ahnung. Ach. Was mache ich denn? Die Wände wollte ich hier hinholen. Naja, gut, den können wir auch hier lassen. Dann können wir das dann. Wir müssen da erst wenden. Naja, dann gehen wir den nochmal holen. Ja, und dann wäre die Ernte quasi komplett drin, wenn wir das Mais abgebaut haben. Dann müssen wir, wie gesagt, vorbereiten fürs nächste Jahr. Mit Feld kaufen ist es im Moment nicht gut. Ich wollte ja noch eventuell eine Wiese kaufen. Aber das können wir uns noch abschminken. Eventuell wäre noch eine Möglichkeit zu pachten. Aber ich hatte jetzt auch nicht geguckt, ob ich die Mod schon drauf habe oder ich wollte sie drauf tun. Das muss ich nochmal nachkontrollieren. Ich weiß nicht, ob mir uns unbedingt einen Gefallen tun, wenn wir noch unbedingt eine kaufen. Vielleicht mal pachten. Wäre vielleicht auch mal eine Variante. So, für 3-4 Jahre. Vielleicht eine Wiese dann später wieder verkauft und sich eine größere kauft. Da müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Im Moment aber eher ohne. Wird schlecht einzusehen. Erstmal ohne neue Wiese. Weil erstmal schauen, was wir jetzt auch noch an Heu hier rauskriegen. Silage meine ich, haben wir relativ viel rausgekriegt. Da merkt man langsam den Fortschritt am Boden. Da wir das jetzt langsam so hingekriegt haben, dass der richtig gut ist und dadurch den Ertrag auch steigern.
aber da müssen wir noch gucken, was wir hier jetzt. Hier weiß ich es noch nicht so genau. Was wir hier ausholen. Ja, erst aufklappen. Er macht doch auch. Warum macht er denn das jetzt wieder nicht? So. Wendestufe. Hoi. Dann mal los. Ja, wie gesagt, und dann wären wir mit der Ernte so durch, wenn wir das alles abgearbeitet haben. Dann noch das eine Feld bestellen, die Wiesen wieder auf Vordermann bringen. Das steht halt alles an noch. Dann müssten eigentlich auch eventuell jetzt können wir noch mal gucken, auch bald neue Tiere anstehen, meine ich, weil die sind auch hier 77, die noch nicht. Oh, hier haben wir schon einen Kalb bekommen. Wisst ihr? Die kommen aber jetzt bald. Dieses Jahr auf jeden Fall. Das wären ja dann, wenn 4 kommen, ich weiß es ja nicht. 2 Monaten, 3 Monate ungefähr. Die hat, glaube ich, gekalbt. Hier haben wir überall einen Kalb dazwischen, das ist mir da gar nicht aufgefallen. Warum haben wir denn die Kälber nicht da drin? Die müssen wir, glaube ich, hat er noch keine gebohrt. Da kommt auch in 4 Monaten. Ja, da kommen einige. Und hier bin ich ja mal gespannt. In 2 Monaten, ob die dann auch werfen. Dann können wir ja gucken. Den könnte man quasi verkaufen, den Bullen. Der hat auch schon alles erreicht. Die anderen sind noch relativ jung. Da müsste man direkt mal gucken, ob die dann, wie viele Junge die werfen, weil so viel Platz habe ich halt im Stall nicht. Ne? Ich hoffe, dass sich das ausgeht. Ja, da müssen wir ein bisschen warten. Aber dann müssten eigentlich Nachwuchs dies ja auf jeden Fall nochmal kommen. Von daher bin ich da mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und ich denke mal, da nehme ich euch mit in der nächsten Folge. Ich schätze mal, da werden wir ja dann fast soweit sein. Ja, danke fürs Zuschauen, danke fürs Liken und Abonnieren, auch von den letzten Videos, das hat mich richtig vom Hocker gehauen, das waren ja 1500 Aufrufe bei den 2 letzten Videos. Ja, wie gesagt, recht schönen Dank und bis zur nächsten Folge. Tschüss.